Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus der Credit Suisse Super League. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Da verlieren sie den Ball. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann sind die Gäste das Team mit der schwächsten Offensive. Die Offensive ist natürlich ein Problem, da gibt es nichts zu beschönigen. Weniger Tore hat keine andere Mannschaft gemacht. Also das ist eine Statistik, die niemand gerne liest. Vielleicht können sie das heute ändern, aber sie müssen eben auswärts ran. Da dürfte das sehr schwierig werden. Da ist die Flanke. Ja, das müssen sie entschlossener machen. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und er gewinnt den Zweikampf. Ja, starker Pass. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Der bleibt in der Mauer hängen. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Die Gelegenheit! Geht er rein! Stark gemacht! Doppelpack! Niemand kann ihn aufhalten! Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus.
Klasse Pass. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er entscheidet auf Freistoß. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet, das ist gelb. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Lange ist hier nicht mehr zu spielen in diesem ersten Durchgang. Momentan haben wir hier einen deutlichen Rückstand für die Gäste. Sie machen zu wenig, zwei Tore sind sie hinten und ich frage mich schon, was ist denn mit denen los? Immer wieder laufen sie hinterher, es fehlen die... Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Chance lebt noch. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Numa Lavanchy. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Ecke wird kurz ausgeführt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Flanke abgeblockt. Muss Einwurf geben. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Schlägt den Ball rein. Ja, sie können erstmal klären. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Geht einfach vorbei. Könnte der Ausgleich werden. Schöne Aktion. Steilpass. Fast der Ausgleich. Gute Gelegenheit. Aber der Ball geht knapp vorbei. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Und Balotelli. Er zieht vorbei. Der Angriff könnte was werden. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken? Aus so einer Chance müssen sie mehr machen. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt draus machen? Boah, unglaubliche Parade. Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Parade. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst heraufbeschworen. Es war schon ein dicker Bock. Das macht er gut. Ja, jede Menge Druck jetzt. Da fangen sie den Pass ab. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so.
Jetzt können sie kontern. Weiter gefährlich hier. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Er bekommt die Unterstützung. Und da kommt er an den Ball. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Sie versuchen es. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Und nun ein Schuss. Und er gibt Elfmeter. Chance auf den Ausgleich. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Also da brauchst du natürlich jede Menge Mut. Einfach mal eiskalt in die Mitte gelupft. Wenn das schief geht, ist klar, wer in der Kritik steht. Wenn es klappt, ist der Molly. Alles wieder offen hier. 2-2. Balotelli. Da ist Balotelli. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Gleich wird hier ausgewechselt. Flanke kommt rein. Er pfeift Strafstoß. Das kann die erneute Führung werden. Da ist er drin, der Elfer. Den hat er klasse verwandelt. Hier die Wiederholung. Sieht man schon beim Anlauf, wie entschlossen das Ganze über die Bühne geht. Und dann der Ball unten im Eck. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Eine sichere Parade. Jetzt kommt hier der Wechsel. Die Ecke kommt rein. Nicht der Ausgleich. Ah, das wäre so ein wichtiges Tor gewesen, aber sie machen nichts aus dieser Szene. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet. Schöner Pass jetzt. Vielleicht der Ausgleich. Pfosten, weiter genau hinschauen. Und jetzt haben sie diese Szene ohne Gegentor überstanden. Und mit einer Menge Glück bei diesem Alu-Treffer, da haben Zentimeter gefehlt. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Jetzt kann er es machen. Da ist er! Das ist der Lucky Punch! Sie haben den Ausgleich! Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance.
Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Jetzt gibt's den Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ball kommt rein. Und den Ball hält er problemlos. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Da ist die Flanke. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte. Der bleibt in der Mauer hängen. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Die Gelegenheit. Geht er rein? Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Chance lebt noch. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die. Der Angriff könnte was werden. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen Sie mehr machen. Chance auf den Ausgleich. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Das kann die erneute Führung werden. Da ist er drin, der Elfer. Sichere Parade. Jetzt kommt hier der Wechsel. Nicht der Ausgleich. Ah, das wäre so ein wichtiges Tor gewesen, aber sie machen nichts aus dieser Szene. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Jetzt kann er es machen. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer.